In der heutigen Episode 355 spreche ich über ein aktuelles Phänomen, welches mir besonders auffällt aktuell. Es geht darum, dass viele Kandidaten die Stellenanzeigen nur sehr, wie ich meine, selektiv lesen. Und zumindest habe ich den Eindruck, dass sie ganz wesentliche Elemente einfach weglassen. Und was man damit oder was man tun sollte und wie man damit umgehen kann, darüber soll es heute gehen. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und dieser Podcast zeigt vor allem Fach- und Führungskräften Karrierechancen auf und bietet einen Zugang zum verdeckten Stellenmarkt. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Termine findest du unter berufspodcast.com/termin. Ja, aktuell finde ich keine Worte zum Teil. Also es ist wirklich noch speziell. Ich bekomme Bewerbungen und frage mich, warum. Ja, also da sind vielleicht so auffällige Sachen wie zum Beispiel die Region. Und dann sieht man die Region, hat das Gefühl, ja, ich passe eigentlich dahin oder ich will dahin. Ich will auch mit diesem Land oder mit dieser Region zu tun haben. Und vielleicht passt auch noch die Stellenbezeichnung möglicherweise, aber alles andere nicht. Ja, das heißt, ich gebe ja da recht viele Informationen schon raus. Das heißt, auch wenn sich jemand bei mir bewirbt, bekommt er ja sofort die Information, um was es geht, welche Firma das ist, welches Unternehmen, welche Stelle. Ich bin da sehr, sehr transparent von Anfang an. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht, dass viele dann doch das Gefühl haben, dass das schon passen könnte, ja, dass sie dadurch die Richtigen sind und hier auch die geforderten Anforderungen erfüllen. Ja. Und ich sage, nee, das passt leider nicht. Und zwar sieht es ja für beide Seiten so aus. Also für dich als Bewerber oder Bewerberin natürlich, du möchtest doch etwas haben, wo für dich stimmig ist, wo auch eine gute Weiterentwicklung in deinem Lebenslauf auch darstellt, wo wirklich auch zu dir passt, wo du deine Talente einsetzen kannst, wo du deine Fähigkeiten einsetzen kannst, im besten Fall sogar auch deine Leidenschaft zum Ausdruck bringen kannst und damit auch einen Job machst, der für dich und dein Umfeld stimmig ist. Ja, das ist aus meiner Sicht da sehr, sehr zentral. Und für das Unternehmen, wo jetzt auch jemand sucht, ja, die haben ja auch ein Interesse daran, dass die Person, die dann einsteigt, die diesen Job übernimmt, auch Freude daran hat und einen Mehrwert bietet. Also wirklich hier eine Leistung auch erbringt, die tatsächlich stimmig ist. Und da reicht es eben nicht, wenn man nur einzelne Teile rausnimmt und das Gefühl hat, doch, das passt schon. Ja? Deshalb mein Hinweis an der Stelle ist der, mach doch auch mal einfach ein Qualifikationsprofil. Das heißt, erstelle mal ein Qualifikationsprofil, in dem du hergehst und mal schaust, okay, was wird gefordert? Was sind so die Punkte, die hier entscheidend sind? Was sucht das Unternehmen? Und dann überlegst du dir oder schreibst dann auch daneben hin, was du bieten kannst. Oder bist du in der Lage, das zu erfüllen? Ja? Kannst du wirklich hier einen Mehrwert bieten? Und wenn ja, welcher? Ja? Und ich finde, wenn du da eine sehr, sehr große Übereinstimmung hast, idealerweise natürlich eine komplette Übereinstimmung, dann hast du auch viele oder genügende Argumente, um dich hier in Szene zu bringen. Das heißt, um dich hier dann auch entsprechend auch zu bewerben. So. Und dann wird das wahrscheinlich auch klappen. Ja, weil das, was sie fordern, das, was du bringst, das stimmt mal zusammen. Dann natürlich muss man schauen, ob das von der Chemie her natürlich dann auch passt, ob du wirklich auch zum Unternehmen passt, ob das Unternehmen auch zu dir passt, das ist alles klar. Das muss man dann in den Gesprächen natürlich auch herausfinden und dann auch vor Ort, hatte ich auch schon einige Male hier drüber gesprochen. Und ich habe auch, vielleicht auch für dich zur Erinnerung, ich habe auch hier mein Buch geschrieben, das heißt ja, wie man seinen persönlichen Top-Job findet, vom Beruf zur Berufung. Da habe ich ja viele Elemente auch aufgenommen und auch das mit dem Qualifikationsprofil hinterlegt. Das heißt, dass du wirklich hier auch hergehst und mal wirklich überlegst, wer bin ich, was macht mich aus, wo will ich langfristig hin und wie kann ich meine Arbeitskraft optimal im nächsten Job auch
einsetzen. So. Und bitte an der Stelle lies die Stellenanzeige komplett und nicht nur teilweise und schau wirklich, was ist gefordert, was kann ich bieten und stell das gegenüber und dann setzt du dich da dran und bewirbst dich und ja, und ich hoffe auch, dass das denn passend ist und du ein Umfeld auch bekommst, wo zu dir passt und wo du einen wirklichen Mehrwert liefern kannst. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen auch hast bezüglich des Podcasts, da freue ich mich natürlich immer. Du kannst dich sehr, sehr gerne an mich wenden. Wie gesagt, du findest meine Verfügbarkeit unter berufspodcast.com/termin. In diesem Sinne, bis bald. Alles Gute. Dein Christoph.